Hallo und herzlich willkommen zum American Truck Simulator im Multiplayer. Einmal mit dem Hightower. Hallo. Und dem lieben Crazy Björn. Hallo. Ja, und hallo. Dem Kai, dem erkälteten Kai. Ja, der erkältete Kai in seinem roten Spaßmobil. So, rotes Spaßmobil. Sind das die immer an der Bundesstraße stehen? Rot? Was? Ja, gab es auch früher das rote, feuerrote Spaßmobil. Aber dafür seid ihr schon zu jung. Ja, das war in meiner Jugend öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, F2. Wo geht's denn hin? Gute Frage. Ich hab im Moment keinen Auftrag. Achso, wir müssen ja erstmal den Auftrag holen. Ja. Und dann geht's, glaube ich, nach Los Angeles, genau. Nach Los Angeles, genau. Dann mal los. Dann mal los nach Los Angeles. Auf die Hühner! Wir reiten nach L.A. Hoppa. Björn, komm, du hast Vorfahrt mit deinem coolen Truck. Ich fahr ja schon. Ich muss von Wallbird abholen. Ihr auch zufällig? Ich glaube ja. Nee, weiß ich gar nicht. Ich muss jetzt da links rum. Björn, was machst du denn? Ja, ich nehme die Abkürzung. Ach so. Boah, der kommt mir ja voll auf der Seite entgegen, ey. Ich muss auch zu Wallbird, aber an einem anderen Wallbird irgendwie. Ach so, der auf der anderen Seite. Ach, gibt's hier zwei? Ja, es gibt zwei. Oh, guck an. Ich stand auch schon bei dem anderen. Oh, hier ist UBS. Ne, UDS ist es. Ja, das ist UDS. Da habe ich auch schon einen Screenshot von gemacht. Oh, kann der mal weiter rauffahren? Dankeschön. Ups. Ungebremst, Edge. Was war ich denn überhaupt? Auftrag annehmen. Wo steht denn das gute Teil? Da hinten. Einmal rechts herum. Warum schicken die Leute mir eigentlich immer dann Snapchats, wenn ich gerade hier am Aufnehmen bin? Oh. Keine Ahnung. Snapchat? Das habe ich noch nie verstanden. Vielleicht merken die ja, wenn du im Steam online bist. Snapchat ist, du kannst Bilder hin und her schicken. Ach so. Die sich ich aber dachte, das wäre eher was wie Instagram oder so. Nee. Wem soll ich denn Bilder hin und her schicken? Keine Ahnung. Leute, die du kennst. Also Bilder, die sich nach ein paar Sekunden automatisch... Oh, das hier sieht aber auch gut aus, was er hier gemacht hat. So, ist das Snapchat. Sollte ich gleich mal den Auftrag hier einrichten. Richte ein. Wenn die Seite mal nicht schon wieder so langsam wäre. Oh, so. Kenn ich. Nach Los Angeles. Fracht ist Früchte. Ich habe eine Früchtefracht. Eine Früchtefracht? Ja. Ihr habt noch gar nicht geguckt, was ich habe. Ich habe Zucker. Zucker? Ja. So. Sugar in the morning. Ich hab Haushaltswaren. Wähle bitte das Gewicht deiner Ladung. Wie schwer bin ich denn? Also, wie schwer ist die Ladung, meine ich? Weiß ich nicht. 12 Tonnen. Ja, Jungs, wo wollen wir uns treffen? Ja, gute Frage. Ich muss mal zuerst hier rauskommen. Da hinten ist der Wallbird. Ah, okay. Ich hab auch 12 Tonnen. Achso, aktueller Kilometerstand noch. Ja, den solltest du eingeben. 90. So. 29. Oh, jetzt brummst du wieder. 69. Der Björn ist am Brummen. Das ist ein alter Brummbär. Ich bin am Brummen. Ach, ja, jetzt brummst du mal, wenn du sprichst. Jetzt nicht mehr. Geht? Brumm. Bienchen summen herum. So, angenommen. Der Björn, der brummt herum. So, wo wollen wir uns jetzt treffen? Ich fahre jetzt einmal hier erst auf die Seite. Dann fahre ich mal dem Hightower hinterher, der weiß ja, wo er hin muss. Ja. So, wo treffen wir uns denn? Ich würde sagen. Sacramento. Treffen uns gegenüber vom Motel.
Muss im Motel. Ah, da, okay. Alles klar. Wieso ist mein Anhänger nicht hinten dran? Vergessen anzukuppeln? Hast du ihn verloren? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ihn angenommen. Ach, ich habe meinen LKW ja schon ein bisschen modifiziert. Ich habe zwei neue Spiegel und ein Schild und neue Radkappen. Ach ja, ich habe einen neuen Motor und ein neues Getriebe. Ja, sauber. Deshalb bin ich jetzt gerade auch ein bisschen im Minus, weil jetzt kam irgendwie, das habe ich gestern gemacht und heute... Wie, du bist im Minus? Geht das auch? Ja, ich habe minus 1020. Hatte ich doch gerade vorgelesen, die E-Mail von der Bank. Ach so, das war die E-Mail. Das war im Spiel, das war keine echte E-Mail. Ich habe auch schon den dritten Motor drin. Hast du gedacht, das war eine echte E-Mail? Ich habe gerade, glaube ich, auch nicht richtig aufgepasst. Oder so. Oh, da kommt ein grüner Punkt angefahren. Jo, mal gucken, ob ich mit meinem langen Ding hier reinpasse. Das ist immer problematisch. So, da ein ist was Grünes. Welche Reihenfolge müssen wir jetzt? Wie viele Tonnen hast du, Kai? 23. Oh, dann musst du vorne, ja, ich in der Mitte und Björn hinten. Ich komme ja hier nicht mehr raus. Guck mal, Warnblinker an hier. Kannst du nur ein Stück vorfahren? Nee, ist kein Platz mehr da vorne, oder? Ja, doch. Ich kann auch hier in die nächste. Ich stehe mit dem Arsch noch auf der Straße. Ja, geht. Läuft. Ich fahr hier einmal. Bist du schon hinter uns, Björn? Ich bin schon hinter euch, ja. Okay, dann kann ich ja hier rausziehen, oder was? Ja. Ja, Mama. Muss ich hier vorfahren wieder? Keine Sorge, hier ist nur Rechtsverkehr. Ja, Gott sei Dank, ey. Ja, wir sind schlauer wie wir Europäer. Ja. Machen alles einheitlich. Jetzt sagen wir nicht, in Kanada zum Beispiel wäre auch Linksverkehr, nee, oder? Ich weiß gar nicht, irgendwo ist es könnte, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, Sophie, ich weiß, es da auch rechts. Okay. Rote Ampel ist rot. Oh. Rote Ampel ist rot, ja. Sollte ich das vorher ansagen? Seht ihr das nicht so weit da hinten? Nö, ich krieg das schon mit. Alles grüne gut. Ampel ist grün. Jetzt ist sie grün, ja. Aber das seht ihr ja auch, wenn ich fahre, ne? Ja. Ja, wenn ich dann in die Gänge komme. Du hast hier den besten LKW von uns. Ja. Das hab ich. Nee, achso, Björn. Ja, ich hatte den besten LKW, ja. Aber das backigste Spiel, so. Ja, das liegt ja auch nicht am Rechner. Spiel, oder? Können wir mal hier groß ausholen? Ich bin Bodo mit dem Bagger und ich bagger noch. Nee, das hatten wir ja neulich erst. So, ihr seid schon rumgefahren auf die Autobahn. Ja. Aber am Highway. Ich noch nicht. Ich komme auch irgendwie nicht hier in die Pötte. Ich fahre jetzt erst rauf. Aber das liegt allein an meiner Fracht. Oh, was war der da? Ich hab's im linken Außenspiegel noch gesehen. Ja, der ist irgendwo hängen geblieben. Ich fahr mal links rüber und warte auf euch. Ja, irgendwie ist da einer ganz links und es staut. Was ist denn da los? Ja. Kai, du meintest ganz rechts, oder? Nee, mittig stand der links irgendwie so. Nein, ich meinte Kai, nicht Björn. Achso. Oh Gott. Ich hab mich schon gewundert, was will er denn ganz links? Das muss meine Grippe sein, du. So, da bin ich. Du. Okay, los geht's. Okay. Das ist so, weil wir letzte Folge noch in England irgendwie waren oder so. Keine Ahnung. Oder weil du es im linken Rückspiegel gesehen hast, dass da der Unfall war. Also. Ja genau, kann auch sein. Ich weiß auch nicht, was da los war. Toll, ich bin in der City gefahren. You have entered into the city. Ja, das ist alles ein bisschen komisch hier, ne? Also manchmal ist man da irgendwie in der City, obwohl man gar nicht in der City ist. Richtig. You have. Und dann darfst du auch nicht schneller fahren, ne? Genau.
denn den Tempomat? Ah, hier. Oh, da hupen die schon wieder alle. Ja, tut mir leid, es geht nicht schneller. Doch, kein Problem. Nee, auf der anderen Seite. Ach so, okay. Entgegenkommt. Ich, ja, hab hier halt eben doch viel zu ziehen. Jo, macht ja nix. Zieh! Zieh! Ja, ihr könnt ja mal von hinten drücken, Mensch. Lass mich hier alleine wursteln. Ah, jetzt so langsam kommt er ins Rollen. Ja. Hoffentlich müssen wir nicht gleich irgendwo wieder ab. Ja, im Moment geht's geradeaus. So, mein Tempomat ist auf 95 fahre ich jetzt. Ja, hier ist ja nur 55. Soll ich höher stellen wie 55? Was? Hier ist doch 90. Ne, bei mir ist 55. Na ja. Ach so, ja, stimmt. Du fährst ja. Ach so, ja, ihr seid Meilen. Ja Kilometer. Ja, klar, ist ja. Ich wollte gerade sagen, was schleichst denn du so über die Autobahn, aber. In Meilen geht das ja. Ja. Also wir haben gestern Abend hier eine Unwetterwarnung gekriegt, dass heute ab 7 Uhr, dass es hier regnen soll ohne Ende, aber hier ist alles trocken bis jetzt. Ja, bei uns regnet es. Ja, bei mir auch. Gestern Morgen hatten wir Schnee. Oha. Aber der war dann gestern Mittag wieder weg. Ja. Na Björn, wo bleibst du? Ja, ich bin hinter euch. Achso, okay. Was war das? Was denn? Ja, da hat irgendjemand in die Tüte gekriegt oder so, weil es so geknistert hat. Voll erschrocken. Oh, voll oder was? Ab 300 Gramm wird schwer verständlich. Ja, genau. Einfach mal das Handtuch aus dem Mund nehmen. Von rechts kommt einer hoch, Björn. Kai. Aber was ist denn heute los? Ja. Ja, Kai. Ja, kommt sie raus. Emil. Emil? Ja. Ja, zieh nicht so weit raus, weil ich will auch noch hier ein bisschen fahren können. Hallo? 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 Hup ihn doch an, der merkt er das. Ob der mir jetzt eine Lichttube gibt, wann ich rüberziehen kann? Nee, ich glaube nicht. Denn ich. Die einfach mal. Machen die KIs im Singleplayer auch nicht. Ja, aber ich mach das, wenn ich hier rumfahre eigentlich. Mhm. Ja, ich auch. Aber es wird nicht von jedem erkannt. Nee. Ich hätte das auch erst einmal gehabt. Hm. Tagsüber siehst du das aber auch wirklich schwer. Ja. Habe ich überhaupt das Licht an? Nee. Okay. Ich hab Licht an. Ja, ich mach meins auch mal an. Ich meine, du siehst es irgendwie innen drin im Armaturenbrett nicht. Da ist gar keine Kontrollleuchte irgendwie fürs Licht, oder? Kann das sein? Nee, nicht so wirklich. Nee, stimmt. Du siehst zwar, wenn das Display beleuchtet ist, aber da weißt du immer noch, ob du ein Standlicht an hast, oder? Ja, genau. Also wenn das Fernlicht nicht angeht, dann hast du auch kein Licht an. Ja. Ich musste gerade erstmal nachgucken, bevor ich das sage. Sag mal, was fahrt ihr denn da vorne? 110 oder was? 100. 60 Miles per Hour. 100 Kilometer per Hour. Ja, ich versuche mit 110 hinterherzukommen. Kein Wunder, dass ihr immer weiter wegfahrt. Ach Mann, Björn, du hast doch jetzt so eine Rennmaschine da. Ja, aber schneller als 110 kann man ja sowieso nicht fahren auf Server 1. Ja, wir fahren mit 100. Ja, ich kann 70 fahren, maximal. Ich ziehe mich mit 110 hinterher. Ja. Ja, ich kann auch langsamer machen, also. Ja, könnt ihr ja, wir wollen ja zusammenfahren, ne? Ja, mach ich mal hier auf 55.
Das ist die maximal. Ich muss sowieso bei euch runter, weil wir dann ja den neuen Auftrag suchen. Hier rechts sind wieder die Huren. Ach ja, genau. Ja, da war ich noch nicht. Okay. Da bin ich schon dreimal, zigtausendmal dran vorbeigefahren, aber hingefahren bin ich da noch nicht. Hm. Wir waren da schon, ne, Kai? Alter, das gibt's doch nicht! Oh. Alles gut, Heitauer, alles gut. Vor allem, weil es beides auch einsilbrige Namen sind, ne? Weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt. Aber Kai, gestern, ja. Nee, wann war denn das? Gestern war ich ja in Fulda. Vorgestern, als ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin, ja. Hatte auch ein LKW vor mir, hat rechts geblinkt, dass ich überholen konnte. Ja. Und dann bin ich an ihm vorbei und dann habe ich, als ich wieder eingeschaltet bin, auch hier Blinker links, rechts, links gemacht. Da hat er sich gefreut, hat er einmal kurz Lichthupe gemacht. Cool. Ja, cool. Warum ist denn mein? Ich wundere mich, was, dass ich das Kai auf einmal so viel Abstand gewinnt und dann stelle ich fest, dass mein Tempomat aus ist. Oh. Ja, das kenne ich auch. Vor allem, wenn ich die Hupe gedrückt habe und den Knopf zu schnell loslasse. Jetzt gebe ich ihm eine Lichthupe, dass er wieder einscheren kann. Oh, und dann schert er ein. Ich bin mal gespannt, ob er sich jetzt da bedankt. Das kann aber auch Zufall gewesen sein. Ja, bedankt sich nämlich nicht. Ey, man muss hier, vor allen Dingen muss man hier aufpassen mit dem Tank, ne? Wie Sau. Mhm. Ja. Passt ja noch nicht so viel rein. Joa. Ja, ist mir nämlich fast mal passiert. Na, mir doch auch in der einen Aufnahme. Ja, stimmt, genau. So, jetzt kommt hier eine Waage, bin mal gespannt, ob wir raus müssen. Also Heitau war gerade tanken oder so, ne? Echt? Nein. Warum sehe ich denn dein Punkt wieder? Bist du langsam gefahren? Der hier muss zur Waage. Oh, ich muss zur Waage. Ah, dann sehen wir uns auf der Waage wieder. Du auch, Björn? Nö, non, nö, kann sein, weiß ich noch nicht. Ich fahr mal hier rechts rüber dann. Ja. Rechts rüber. So, ich fahr dann links dran vorbei. Hui. Warum sehe ich denn jetzt den grünen Punkt nicht mehr? Ach da, jetzt kommen da zwei blaue drüber. Wie können denn da zwei blaue drüber sein? Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Ach, jetzt. Doch, jetzt sehe ich ihn. Jetzt der Heitauer kommt als nächstes raus. Achso, du bist davor gewarnt. Ich wollte gerade sagen, da ist doch keine No-Collision, also kann er doch gar nicht. Nee? Ja, aber auf der Map sieht es halt eben so aus, weißt du? Hm, komisch. Hm, sagt er. So, jetzt hole ich auf. Ja, bis ich jetzt da hier die Kisten nochmal in Schwung gebracht habe, ey. Ich bin schon auf 80 km/h wieder. Na, ich auf 40 mph. Ich glaube, wir sollten das umstellen. Also ich sollte das umstellen. Ihr könnt ja nicht. Leider nicht, ne. So, jetzt muss ich abbremsen, damit ich nicht weiter und nicht hinten drauf fahre. Jetzt ist mein Tempomat wieder ausgegangen hier. Ja, ist manchmal komisch, ne? Gestern ist mir auch wieder der Gang irgendwie rausgesprungen. Obwohl ich Gang im Automatikgetriebe? Ja, achso, auf leer, normal. Leer. Ja, ja, auf okay. N. So, jetzt spiele ich mich hier mit 85-90 ein. Oh. So. Ach so, wegen eurer Frage, ob man rechts überholen darf in Amerika, also. Ja. Ja, wenn es eng wird, darf man auch rechts überholen. Okay. Was heißt, wenn es eng wird? Ja, aber nicht auf dem Standstreifen, oder? Doch. Was? Ja. In Amerika ist das erlaubt. Okay. Das sind ja ganz andere Gesetze hier. So, dann reihe ich mich mal wieder hinten rein. Ich hab die ganze. Aber ich fahre ja mit euch. Na, ich muss hier ab. Wieso denn das? Da habe ich doch gesagt, weil ich ein Stück außerhalb von Los Angeles. Ach so, okay. Und gute Fahrt. Ach, wem fahre ich jetzt hinterher? Schwierig. Kannst du machen wie ein Dachdecker. Ich glaube, ich fahre dem Kai hinterher.
Da ist der Timer abgelaufen. Sollte der auch geraden sein, ey. Also ich habe nur eine Stunde 24 zu fahren. Machen wir jetzt hier einen Cut, oder? Würde ich sagen, ja. Ja, okay, dann fahre ich mal hier rechts ran. Rechts ran. Ja, ich fahre hier jetzt auch mal rechts ran. Ja, ich halte jetzt auch mal an. Oh, ich höre kommt er da hier an. Jo. Na gut, dann sagen wir... Oder stehst du noch nicht, Hightower? Doch, ich stehe. Okay, dann sagen wir tschüss und ja, lasst uns ein Abo da oder auch einen Daumen gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge dann auch ohne Schokolade, weil dann ist sie nämlich alle. Tschüss. Ciao. Fang ich an mit der Schokolade, ey. Ja, oder so.